Was du wartest? Zilla, komm her! 6, 5, 4. Hi Leute, zu einem Video. Mein Name ist Sinja, Leute, und heute haben wir eine Ouija-Brenn-App für euch. Diese haben wir bei anderen YouTubern gesehen und wir dachten so, okay, wir probieren die mal auch aus. Wir haben auch den Engel hier hinter Alina, um zu gucken, ob diese App irgendwas über den Engel weiß oder irgendwelche Informationen für uns hat. Aber da diese App auf Englisch ist, muss ich erstmal die Fragen auf Deutsch stellen und Alina übersetzt sie dann ins Englische. Ihr wisst ja, ich bin ja ein bisschen creepy bei solchen Sachen und nicht Informationen. Also ich informiere mich ja manchmal mit solchen Horror-Sachen, Creepy-Sachen, Stories und so weiter. Und ich kannte halt dieses Brett halt schon davor, aber halt nicht von der App aus, sondern dieses Brett halt in echt. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, du wolltest sie doch mal in echt kaufen. Ja, genau, ich wollte sie mal in echt kaufen. Ich überlege sie noch, aber mal sehen, ob sich was in der App, naja, zeigen lässt, sag ich mal, oder ob irgendwas passieren wird. Ich erhoffe mir ganz ehrlich gesagt, dass irgendwas hier passiert. Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, irgendwas umfällt oder so, weil ich habe es auch bei anderen YouTubern gesehen und ich meine, so ist halt bei Ouija-Sachen, oder? Also da passiert meistens was Gruseliges. Man bekommt irgendwelche Zeichen oder irgendein Klopfen taucht auf oder so. Und ich hoffe, dass das bei uns auch so sein wird, Leute, weil... Du hoffst darauf. Ja, weil diese Antworten reichen mir nicht. Da muss schon was passieren, dass sie mein hundertprozentiges Glauben hat. Und Freunde, Alina hat ja die App runtergeladen und da hat sie sich diese Rezension, also diese Bewertungen da durchgelesen. Und da gab es eine, die sie uns direkt vorgelesen hat. Eine erzählt, die mir halt direkt ins Auge gestochen ist sozusagen. Und ich fand die halt echt creepy. Ich dachte mir so, okay, alles klar. Also da hat jemand vor einem Jahr, war das, geschrieben, es funktioniert auf jeden Fall. Bei mir öffnen sich seit der Türen, ich hörte Geschreie, jemand, der Flöte gespielt hat, aber ziemlich schlecht. Und ich hörte etwas meinen Namen rufen. Mein Kollege nahm diese Geräusche auch wahr. Es sind Sachen auf den Boden gefallen, die sich eigentlich nicht hätten bewegen dürfen. Also alle, die meinen, das kann nicht funktionieren, dann viel Spaß. In mir stellte sich der Geist als Zoo zuvor und seither passieren komische Sachen in meiner Wohnung. Sicher, dass ihr die App starten wollt? Ich meine, okay, diese Bewertung ist jetzt schon ein Jahr her, aber es haben halt echt viele geschrieben, dass es funktioniert. Also die nächste Bewertung ist am 21. Juli, das heißt nicht so ganz lange her. Ich und meine Schwester haben es versucht. Es ist kein Geist gewesen, sondern ein Dämon. Wir haben gefragt, ob wir das Spiel beenden dürfen. Er meinte daraufhin, dass wir bleiben müssen. Danach haben wir das Spiel sofort gelöscht. Seitdem hören wir immer ein Klopfen an unserer Tür. Es funktioniert, probier das selbst aus. Die Frage ist, möchte ich es jetzt noch ausprobieren? Okay, die erste Frage wird sein, ob jemand mit uns arbeiten will und Alina wird diese stellen. Do you want to work with us? No. No! Okay. Oh mein Gott, sie hat sich entschieden, yes zu yes. Das heißt doch, Selina. Sie kam von Nein auf Ja gekommen. Ja? Das ist doch gut! Nächste Frage. Was ist das? Weiß ich nicht. Die... Hi. Behind... You. Behind you. Der Engel? Oh mein Gott, der Engel ist hinter uns. Das heißt... Oh mein Gott. Da kam einmal aus dem Nichts zu behind you. Wir haben nichts gefragt, schon mit behind you. Okay, die nächste Frage wird sein, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Are you a female or a male? Are you... Oh. Oh. G. I. L. Okay, es ist keine Frau, sondern ein Mädchen, Alina. Okay, wir haben jetzt herausgefunden, dass es hinter uns ist. Und ein Mädchen ist. Dann ein Mädchen ist. Ich würde gerne wissen, wie alt sie ist. Okay. Wir fragen jetzt, wie alt sie ist. How old are you? How old are you? Fünf. 58. Okay, also diese Gestalt ist 58 Jahre alt. Okay, krass. Frag mal, ob das böse ist. Wir werden jetzt fragen, ob diese Gestalt gut oder böse ist. Are you bad or good? No. No.
not. Oh. Not okay. Yeah, not okay. Meint sie damit, dass sie okay ist oder nicht okay? Sie ist nicht okay. Are you good or bad? Okay, Freunde, ich bin gleich wieder. Ich habe gefragt, ob sie gut ist. Und sie hat no gesagt. No? No. Auf einmal no. Warum ziehst du meinen Arm weg? Weil wenn du deinen Finger länger drauf lässt, während es zurückgeht, kommt da diese Sprache. Wir haben so reden und da kommt dann irgendeine andere Frage. Okay, also sie ist not okay. Das bedeutet, sie ist schlecht. Nein, sie hat einfach no gesagt. Ich will jetzt fragen, wie sie heißt. What's your name? What's your name? M-A. May. Mabel. Maybe? Mabel? Ihr Name ist Mabel. Und sie ist 58, oder? Ja. Frag, ob Dämon ist. Wir werden jetzt fragen, ob diese Gestalt ein Dämon ist oder ein Geist. Man weiß es nicht. Willst du nicht fragen, was bist du? Nein, frag, ob ein Dämon ist. Are you a demon? Jetzt habe ich Angst, was so das kommt. Du wittest zu ja. Oh mein Gott! Yes. Ich habe einfach Tränen in den Augen bekommen. Okay, keine Angst haben, keine Angst haben. Wir werden jetzt fragen, ob dieser Dämon Annabelle sein könnte. Are you Annabelle? Are you Annabelle? Stell eine Frage. Do you know Annabelle? Ich will dazu gar nichts sagen. Frag was. Vielleicht soll das einfach mal ja heißen. Ich werde jetzt fragen, was. Das ist ja ein Dämon. Was dieser Dämon möchte, beziehungsweise ob er uns verletzen möchte. Dämonen sind immer böse. Aber ich weiß nicht, ich hing gleich. Ich habe gerade Verschiss bekommen. Frag, ob es Annabelle ist. Die regiert darauf nicht, was verstehst du? Mach nochmal. Du darfst sie so fest drücken. Ich drück mich fest. Are you Annabelle? Da kommt einfach keine Reaktion. Do you want to hurt me? Oh, ihr Freund, auf irgendeinen Grund reagiert sie auf gar keine Frage. Okay. Get. Bitte nicht out. Get a. Oh, get a u. Wow. Ich sah aus meinem eigenen Zimmer raus. Das heißt, da stand noch, wenn der Dämon, dieses Wesen, unfreundlich wird oder silly, dann sollten wir auf goodbye. Nein! Er hat gerade gesagt, get out. Are you Annabelle? No! 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 Okay. Ich schwöre, man kriegt hier so eine also wenn, Gefühl also im wenn Körper. Dieser Fall jetzt auf yes wäre. Frag, ob Annabelle mal da war. Wie? Do you know if Annabelle was here? Do you know if Annabelle was here? In my room. Anja hat jetzt gefragt, ob Annabelle hier war. Und es kommt auch. Yes! Will Annabelle come back? Warte. I don't wahrscheinlich. Warte doch, guck doch erst mal, was du überhaupt hast. I don't. Das ist jetzt die Antwort auf, kommt Annabelle zurück, beziehungsweise wird Annabelle wiederkommen. I don't. No, bestimmt. I don't like. You. Okay. Freunde, ich will nur sagen, dass Anja die ganze Zeit dieses Video-Bett betätigt. Und da kam es jetzt get out zu Alina und I don't like you. Also. Dieser Dämon mag mich nicht, dieser Dämon möchte, dass ich rausgehe. Es wird schon unhöflich und ich habe ein bisschen Schiss bekommen. Do you want to be at the night here? Yes! Oh! Okay, da. Oh, yes. Okay. Are you. Oh. Anja will jetzt fragen, ob sie genauso böse ist wie Annabelle, also wie dieser Dämon in Annabelle. Are you bad as Annabelle? Are you bad as Annabelle is? Was zum Wahnsinn? Tina, komm her! 6
Goodbye! 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 Nein, warte, warte, warte. Zelda, nein! Ha! Digga! Zelda, wir haben nicht Goodbye gesagt! Ich hab Goodbye gesagt, sonst würde es nicht beenden werden. Wo hast du Goodbye gesagt? Du hast nicht Goodbye gesagt. Doch, ich hab auf Goodbye geführt. Digga, habt ihr das gesehen? Habt ihr das? War denn? Digga, da, eine Bildschirm. Da kam so ein Teil, war so like. Erst war diese Bildschirm so voll komisch und stand da so 6, 5, 4. Stell dir vor, wir hätten bis 3 zu 1 gewartet. Und was wäre dann passiert? Warte, deswegen, ich hab gefragt, bist du genauso böse wie Annabelle? Und dann auf einmal kam das, Digga. Das ist. Also, ich fand nicht die Frage creepy, sondern dieser Teil war das. Die Antwort auf die Frage, Anja, war gerade eben dieser komische Move da. Ja, aber ich fand den. Oh Gott, ey, Leute, ich. Was? Warte, Leute, ich hab extreme Kopfschmerzen. Ich hab gefragt, are you bad as Annabelle is? Das bedeutet, du bist genauso böse wie Annabelle es ist. Ist sie. Und daraufhin. Digga, ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Mir ist voll heiß geworden, so wie ich das Ding mache. Und deine Frau. Anja, ich schwöre, Gott, auf zu schauspielen. Du kannst so bad schauspielen. Dumm, mir ist voll heiß. Guck, fass mich mal an. Nein. Oh. Digga. Freunde, ich habe gefragt, are you bad as Annabelle is? Das bedeutet für die Leute, hast du echt auf Goodbye gedrückt? Ja, sicher. Sonst würde die Seance nicht beendet werden. Und dann, Freunde, auf jeden Fall stand da, kam nichts. Also ich muss mal nicht Goodbye sagen. Du hast Goodbye gesagt, deine Finger waren da drauf. Und dann, Freunde, auf jeden Fall, oh Gott, Digga. Und dann, lass mich ausreden. Ja, das hat dich angehört, so Elektroschock. Digga, Freunde, auf jeden Fall hat dann der komplette Bildschirm angefangen zu spinnen. Und dann kamen so 6, 5, 4, 3 und dann habe ich Goodbye gemacht. Ich will gar nicht wissen, was bei 2-1 passiert. Und das Ding ist, Freunde, auf die Frage mit bist du genauso böse wie Annabelle es ist, ist das da passiert. Und ich wollte nur sagen, vorhin hat sie nicht auf Annabelle reagiert, beziehungsweise diese Frage nicht akzeptiert. Sogar mehrmals nicht. Hä, was würde dann so kommen? Ich würde es nicht erfahren. Ich weiß nicht. Stell dir vor, da wird so stehen wie ich bleibe für immer da. Hä, der engen Brief hinter dir, gell? Ich will gar nicht mich umdrehen. Ich schwöre ja. Freund, ich hab seinen Pulli an, hab ich bekommen. Ey, ich schwöre, der hat dich ein bisschen bewegt. Freund, ich hab gerade. Tja, dann bist du sicher, dass du Goodbye gesagt hast? Ja, Hasen. Aber stopp, du, ey, hast, du, eine du hast gesagt Goodbye. Und bist du auf das Goodbye einfach draufgegangen? Ja, mit diesem Plättchen, da bin ich auf Goodbye draufgegangen. Und ich frag mich echt, was passieren würde bei 2, 1 und dann 0. Ich will's nicht erfahren. Ich will, also jetzt mal so endlich, ich will's echt nicht erfahren. Weil jetzt hab ich gerade echt Angst gemacht. Ja, deswegen, ich hatte sogar so Angst, Leute, dass irgendwas auf dem Bildschirm erscheint, was mir nicht gefällt. Da habe ich meinen Pulli so über meine Augen gezogen und Anja so, no, I want to say goodbye und so. Ich so, Alina, du musst auf das Goodbye. Dann nehme ich Alinas Finger, gell? Und habe die so auf Goodbye gestellt, Digga. Ey. Ich habe das gar nicht gecheckt. Freunde, und wir haben extra darauf geachtet, gell, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, also ungerade Lichter haben. Weil da stand, dass es ganz wichtig ist, dass man darf keine geraden, ja, dass wir entweder 1, 3 oder 5 Lichter haben. Das Ding ist auch, Freunde, ich habe gar nicht darauf geachtet, was für Zahlen gezeigt wurde. Ich habe nur gesehen, dass es von 6 auf 5 und so gesprungen ist. Hey, ich musste erstmal kurz checken, dass es ein Timer ist. Ja. Also ich glaube, wenn Taylor nicht da wäre, dann wüsste ich nicht, was passieren würde. Und das Ding ist, sie hat es noch so in die Mitte gehalten, wo die Person, also wo diese App dich eigentlich versteht, das Mikrofon mal durchgestrichen. Da musst was? Du einfach, ja, da musst du einfach schnell auf Goodbye klicken. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Und das Ding ist, ich habe euch schon gesagt, als das Get Out gesagt hat, war es Zeit, das zu beenden. Und dann kam dieses I don't like. Ja, da stand, wenn der Dämon oder die anwesende Person unhöflich oder. Das ist keine Person. Das war ein Dämon. Ja, wenn der Dämon unhöflich gegenüber dir wird oder unrespektvoll, musst du das beenden. Aber ich hab's euch gesagt. Guck mal, was passiert ist. Ne, wir haben halt Fragen weitergestellt.